Geht los! Super! Vielen Dank. Mein erstes Bild ist auch schon ein altes Bild, 12 Jahre alt, aus dem Jahr 2005. Die meisten kennen den Ort, es ist der Vatikan und tausende von Menschen warten auf den neuen Papst, Benedikt XIV., den deutschen Papst. Das Spannende ist das nächste Bild, das ist nämlich nur 12 Jahre später, und zwar 2013, 8 Jahre später, 2013, und das ist der totale Hammer. Was wir hier sehen, die absolute Transformation vom analogen Raum in den digitalen Raum. Und 2005 hat noch keiner sich vorstellen können, dass wir so ein Ding in der Hosentasche haben, was man damit machen kann. Ich denke, Nokia hat es auch nicht gewusst. Meine Entwicklung ist analog. Ich bin ein total analoger Typ. Ich habe Shadow in Hannover studiert. Danach habe ich im Anschluss Architektur hier in Darmstadt an der TU studiert. Das ist mein letztes Architekturprojekt vor meinem Diplom. Ganz analog am Modell entwickelt. Da gab es keinen Computer. Kurz vor Ende meines Studiums mit 2 Kommilitonen habe ich mir dann einen Computer gekauft für Layout. Und als Add-on haben wir ein Computerspiel gekauft. Und wir haben 4 Wochen gebraucht, um Katharina zu befreien. Das hat uns so gefixt, dass wir gesagt haben, wir wollen eine freie Diplomarbeit machen als Computerspiel in 3D-Echtzeit. 2 Jahre später haben wir dann sehr erfolgreich auch präsentiert, also hat lange gedauert. Danach war ich weiter an der analogen und digitalen Schnittstelle unterwegs, nämlich im Architekturbüro von Dani Liebeskind. Was man hier sieht, ist ein Bühnenbild für die Deutsche Oper in Berlin. Mein Job war, das zu programmieren, interaktiv, steuerbar an meinem Interface und das reale Bühnenbild, große Kuben, 1,50 Meter, die sich dann zur Musik gedreht haben. Nächste Baustelle war die Beschäftigung mit transparenten Medienfassaden. Mediatektur hat mich sehr beschäftigt, bis ich 2016/17 zum Professor an der Hochschule Mainz für digitales Entwerfen und medialer Raum berufen worden bin. Bei uns ist es so, wir fangen gleich digital an. Im ersten Semester wird 3D gemodelt, da gibt es ein bisschen Parametrik. Wir visualisieren fotorealistisch, wir nutzen den Lasercutter, irgendwann auch den 3D-Drucker. Auf der linken Seite sieht man meine Internetplattform designstrategies.org. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, ich glaube, die ist gut, man kann ein bisschen was lernen als Research-Plattform. Und was wir auch machen, wir arbeiten an medialen Installationen, Rauminstallationen. Hier sind 2 Bilder von der Luminale. Auf der linken Seite sieht man das Projekt Resonate, ein Objekt, wo man wirklich spielen kann wie ein Musikinstrument. Und der Raum verändert sich klanglich und visuell. Auf der rechten Seite Koneti, eine Bühne für Visual Music. Seit 2016 beschäftigt uns das Thema Robotik. Das heißt, wir haben uns einen Industrieroboter gegönnt und der ist aktuell im Wesentlichen für das Fräsen da. Unsere Vision ist, dass wir sehr elegant planare Flächen fräsen können im innenarchitektonischen Maßstab. Der Roboter ist nichts anderes als ein Arm, den man bewegen kann und einfach schweineviel Arbeit, bis man das irgendwie hinkriegt. Bei uns sind einige Studierende, Masterstudierende an einem sehr spannenden Projekt, das heißt Interactive Motion Space. Und da ist die Idee, dass man über Virtual Reality mit dem Körper Räume gestalten kann und dann auch das gleiche in die digitale Fertigung überführt. Wahrscheinlich sitzen wir in 10 Jahren nicht mal an einem Monitor, vielleicht sieht das dann so aus. Das heißt, die Zukunft wird total spannend, macht total viel Spaß, digital steht gerade erst am Anfang. Stichworte sind Augmented Reality, künstliche Intelligenz, Smart Home und wir werden sicherlich alle im Weltall bauen. Naja, aber vielleicht ist es dann doch nicht immer so und vielleicht ändert sich irgendwas, denn wir sind alle am Stromnetz, wir sind alle am Internet, wir hängen alle an unseren Smartphones und was passiert, wenn das auf einmal nicht mehr ist? Was passiert mit uns? Wie viele Tage können wir leben, wie viele Tage können wir überleben? Das sind aktuelle Fragen, die mich sehr, sehr beschäftigen. Und ich war 17 Jahre super analog oder digital unterwegs und die letzten Wochen habe ich wieder ein bisschen analog irgendwo gearbeitet. Ich übe wieder Cello, ich spiele wieder Cello und das ist jetzt mein erstes kleiner öffentlicher Vortrag für euch. Thank you.
sehr schön. Danke, Klaus. Fantastisch. Sehr schön.